Oh, ich komme dran. Ja, komm, los geht's. Welcher Raum? Der linke oder rechte? Wo wir gerade eben waren. Okay, gut. Vorsichtig. Laufen Sie ruhig lang. Lassen Sie sich Zeit. Versuchen Sie sich nicht zu... Strengen Sie sich nicht so viel an. So, gleich da. Da ist die Liege schon. Guter Herr, wenn Sie wollen, können Sie auch gerade mit reinkommen, dann können Sie dem Kollegen beistehen und auch sehen, was genau anliegt. Hallihallo. Oh. Ui. Oh. Ist doch noch alles dran. Ich habe die Röntgenbilder hier auch auf den Bildschirm geladen. Sie können sich das jetzt alle hier mit angucken. Vielleicht einmal gerade den Hingedanke. Sie sehen hier im Brustwirbelbereich sind zwei Wirbel gebrochen. Daher kommen die großen Schmerzen. Ich empfehle, ein Korsett. Damit kann er sich ganz normal bewegen. Das stabilisiert aber den kompletten Oberkörper. Das können wir Ihnen jetzt gleich auch anlegen, dass Sie Bescheid wissen. Ist im Unbewusstsein. Müssen Sie dann aber drei bis vier Wochen am Stück tragen. Tag und Sound resumed. Microphone activated. Ich bin tot. Ich weiß nicht, ich kann nur so sagen. Microphone sound muted. Er ist nicht im Unbewusstsein, dann erst braucht nicht mehr. Achtung! Und so. Alles gut bei Ihnen, hören Sie mich? Essen und trinken, ja, grad, aber ich habe Ihnen da schon was gegeben. Also nochmal, Sie kriegen jetzt ein Korsett angelegt, was Ihre Wirbelstruktur stabilisiert. Die Taubheit in den Beinen, die wird noch ein paar Stunden anhalten. Daher sollten Sie mit Ihren Kollegen zusammen nach Hause gehen und sich da einfach hinlegen, okay? Okay, ich sehe nichts, ich sehe nur versprungen. Ja, ich werde sich gleich wieder beenden. Okay. Könnte jetzt ein bisschen eng sein, aber das kommt mit der Zeit. Richtig passt. So, Korsett haben wir angelegt. Das übernimmt Gott sei Dank in dem Fall Ihre Krankenkasse. Ja. Wie Ihrem Kollegen, dem habe ich eben auch schon ein Rezept über Schmerzmittel ausgestellt, kriegen Sie die auch noch von uns. Sie sollten sich auch jede Woche einmal zur Routine unter zur Kontrolle bei uns oder Ihrem Hausarzt melden. Und ich werde Ihnen auch noch eine Krankschreibung für erstmal für 3 Tage ausstellen. Alles weitere muss Ihr Hausarzt machen, dass Sie Bescheid wissen, okay? Ja, okay. Dann mache ich das gerade am PC fertig und Sie können schon mal versuchen, ob Sie mit dem Korsett ganz langsam aufstehen können. Die Bewegung wird am Anfang ungewohnt sein, das sage ich Ihnen nur schon mal. Ich komme nicht immer hoch. Ja, komm, ich weiß nicht, kann ich mich erinnern, komm. So, Achtung, langsam. Achso, einmal über das Schiff gehen müsst ihr. Achso. Was für Muskel? Das Schiff B. -Muskel. Den Shift B-Muskel. Wenn der hilft im Zweifel. Hier, ich geb. Oh. Und noch einmal. Ach, der simuliert nur. Ja, guck mal, der kann schon die Arme heben wieder. Der? Oh Gott. Ey, bitte. Hier einmal Ihr Rezept und die Schmerzmittel und die Krankschreibung.
Okay, vielen Dank. Puh. Ansonsten bleibt von meiner Seite aus, Ihnen nur noch gute Besserung zu wünschen. Vielen Dank. Und an trotz der Umstände angenehmen Tag. Hehe, Ich ganz an mich geglaubt haben, ja, und ganz an mich. Warte, was auch schon. Ich weiß ja nicht, wie oft ich gerade schon weg war. Hier gerade eben. Ja, nochmal. Ja. Ist das meiner? Ja, das ist Ihr Koffer. Ich habe Ihnen noch meinen Ausweis gegeben, mein Kollege macht das auch noch. Wenn noch was ist, meldet sich einfach bei uns. Ja, vielen lieben Dank. Vielen Dank. Dann würde ich mich schon mal verabschieden. Wie gesagt, gute Besserung und machen Sie es gut, die Herren. Jo, genau. Tschüss. Ruhigen Dienst ziehen. Holla, die Walfi. Ach Gott, waren Sie mal das Korsett, soll ich alle einen Tag oder alle wie viele Tage wechseln? Ich würde am besten jede zwei Tage wechseln. Okay, gut. Gut, dann weiß ich Bescheid. Gut, dann vielen Dank Ihnen schon mal, ne? Ja. Ich hoffe, man sieht sich im positiven Sinn nochmal. Ja, hoffentlich. Ja, gut, dann bis morgen, ne? Ich muss wieder morgen wieder hin. Tut mir sehr leid. Ja, stimmt, war ja was. Sicher fahren. Oh Gott. Oh. Mhm, voll jetzt will ich an den Nasen-OP, aber. Ich hoffe, Sie können sowas. Hoffentlich nicht. Wir haben genug Schmerzen. Achso, mein Auto. Haben Sie das wieder zur Garage geliefert, oder? Ja, es ist in der Garage. Es wird abgeholt und es ist in der Garage jetzt. Okay, perfekt. Dann vielen Dank Ihnen, ne? Ich wünsche Ihnen was. Ja, ja, schön. Gute Besserung. Danke. Und Ihnen ruhigen Dienst auch. Dankeschön. Halleluja. Mein Name ist Peter. Oh ne. Ich bin froh, dass der Fluch vor. Oh Gott. So viel Pech hatte ich aber auch noch. Erst mein Bein, dann der Kopf.